Wanda, welcome home. Vision Residence. I'm gonna burn this place to the ground. Leute, the hype is real. Ganz ehrlich, ich komme gerade selbst nicht drauf klar. Es ist gerade 4 Uhr morgens, der Super Bowl ist gerade zu Ende gegangen und wir haben die ganzen großen Big Game Spots bekommen. Es gab schon sehr viele Vermutungen und Gerüchte darüber, dass Marvel Studios endlich uns die ersten Bilder und Teaser gibt für die WandaVision als auch die Falcon and the Winter Soldier Serie und sie haben einfach geliefert. Sie haben wirklich geliefert. Auch wenn es nur ein 30 Sekunden Clip war, konnten wir so viel daraus lesen und dazu kommt noch, dass wir einfach überrascht wurden mit einem ersten Einblick sogar in die Loki Serie. Es sieht wirklich so gut aus. Scarlet Witch in ihrem originalen Kostüm. Dann kommt noch dazu, dass sie schwanger ist und ihre Kinder bekommt. The Falcon, wie er gerade am Trainieren ist. Und Loki, der bereit ist, die ganze Welt in den Abgrund zu ziehen. Mein innerer Fanboy ist gerade wirklich einfach am Explodieren. Ich hoffe, ihr freut euch genauso. Und deshalb gibt es heute genau jetzt die ganze Analyse zu allen Clips, die wir hier bekommen haben. Und was es genau mit den ganzen verwirrenden Dingen auf sich hat. Wie immer, ihr wisst Bescheid, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet und natürlich up to date bleiben wollt, wenn es rund um Marvel geht, dann lasst ein Abo da. Dann kriegt ihr natürlich auch am schnellsten die Updates, als auch Analysen zu den ganzen neuen Footage, den wir bekommen. Zu Black Widow wurde auch was gezeigt, zu dem später heute noch was kommen wird. Fangen wir aber jetzt der allerersten Serie an, die auf Disney Plus erscheinen wird. Und diese wäre The Falcon and the Winter Soldier, die endlich mal den Falcon als auch natürlich den Winter Soldier genauer highlightet, mehr uns zu ihren Charakteren zeigt und sie für die Zukunft des MCUs aufbauen wird, da sie jetzt eine viel, viel wichtige Rolle einnehmen werden. Einer dieser wichtigen Rollen wäre einfach auch, dass wir einen neuen Captain America bekommen und dieser wäre Sam Wilson. Damit wird die ganze Szene eröffnet, indem wir den Schild sehen, wie er gerade in einen Baum gerammt wurde und dieser Schild dann von Sam aufgehoben wird. Dass diese Szene uns als erstes gezeigt wird, soll nochmal genau symbolisieren, dass er jetzt gerade dabei ist, den Mantel von Captain America zu übernehmen. Er nimmt den Schild jetzt in die Hand, um diese Lücke zu füllen. Danach sehen wir ihn auch direkt schon wieder in der Aktion und dort wirft er auch zum allerersten Mal den Schild und ich finde, das sieht einfach mega cool aus. Viele haben noch ihren mega starken Zweifel, was Sam Wilson als Captain America angeht. Einerseits, weil sie nicht nochmal eine andere Version von einem Captain America haben oder eben noch nicht wirklich den Captain America in Sam sehen können. Aber genau dafür wird ja diese Serie gedacht sein. Die Serie wird uns eben auf den Weg begleiten, dass Sam sich würdig erweist, diesen Schild auch wirklich tragen zu können. Diese Szene wird wohl auch eine der ersten sein, die wir dann an der Serie gezeigt bekommen und wirklich nicht allzu lange nach der Übergabe des Schildes von Steve Rogers zu Sam stattfinden wird. Es wird ja wirklich so, als würde er gerade trainieren, diesen Schild überhaupt werfen zu können, beziehungsweise er versucht gerade einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man mit diesem Schild umzugehen hat oder ob es überhaupt zu ihm passt, denn er selbst muss sich ja auch noch damit abfinden, diese Rolle einzunehmen. Womöglich fühlt er sich überhaupt nicht bereit, in diese Rolle zu treten oder möchte sie sogar vielleicht einfach gar nicht haben. Mit diesem Shot würde man aber auch definitiv die Serie schon mal gut einladen. Abseits von den Falcon und Winter Soldier Footage habt ihr eigentlich gemerkt, dass das Marvel Studios Logo jetzt in blau geändert wurde? Wir kennen es ja als Tradition, dass wirklich in jedem neuen Marvel Film das Marvel Studios Logo ein komplett neues Design bekommt und es dann wirklich zu dem bestimmten Franchise passen wird. Hierbei ist es einfach im Trailer von dem traditionellen Rot in das Blau gewechselt, um eben dem Service Disney Plus besser darzustellen. Wahrscheinlich werden wir für die MCU-Serien auf Disney Plus keine spezifischen Logos mehr bekommen, sondern immer das gleiche einheitliche, sodass alle MCU-Serien auch wirklich einfach unter diesen Disney Plus-Banner fallen. Das war nur ein kleines Detail, was ich hier gerne mal anmerken wollte. Danach wird uns der Falcon nochmal in seinem üblichen Habitat gezeigt, indem er auch irgendeiner Verfolgungsjagd nachgeht und drei verschiedene Personen verfolgt in Wingsuits. Und ich bezweifle wirklich sehr, dass es irgendeine Übung wieder sein wird, wie es vielleicht auch beim Schild war, denn diese Wingsuit-Männer sind dem Falcon wirklich nicht gut gesinnt. Beim ersten Blick erkennt man zwar nicht, aber wenn man das ganze Video pausiert und auf die Hände schaut, kann man ein bisschen verschwommen erkennen, dass sie etwas in den Händen halten und es ist schon ganz klar, dass es Waffen sind. Eine ziemlich verrückte Action-Szene, wie Falcon einfach irgendwo in den Bergen rumfliegt und Wingsuit-Leute verfolgt, die mit Waffen auf ihn schießen. Mir gefällt die Idee, gib mir bitte mehr davon. Dazu sei auch noch gesagt, dass der Falcon auch sein neues Kostüm trägt, was wir schon Concept-Arts gezeigt bekommen haben, was ich persönlich auch ziemlich cool finde. Jedoch wird das wahrscheinlich auch nicht das einzige Kostüm sein, was wir in dieser Serie sehen, sondern das Captain America Kostüm von ihm werden wir sehr wahrscheinlich früher oder später gegen Ende der Serie noch gezeigt bekommen. Ich bin wirklich gespannt, wenn er wirklich das Captain America Kostüm bekommt, wie die ganzen Action-Szenen aussehen werden, beziehungsweise wie er mit dem ganzen Schild umgehen wird. Denn er hat natürlich jetzt nicht nur sein Schild als Waffe, sondern auch seine Flügel, die wieder sehr viel Variation ins ganze Game mit reinbringen. Der erste Look zu Bucky wird uns auch geliefert, indem er auch wirklich sehr ehrfürchtig aussieht und nicht allzu gut gelaunt auf Baron
Baron Zemo blickt. Hier hat er eine Waffe auf ihn gerichtet und ich glaube nicht mal, dass es seine eigene Waffe ist und er Baron Zemo auch wirklich entwaffnet hat und es kurz davor eine Konfrontation gab. Die Frage, wie es dazu kommt, das werden wir in der Serie sehen. Und ich liebe diesen Shot, in dem er einfach das Magazin unter seinem Gesicht einfach ausleert. Wenn man sich genau diesen Frame anschaut, wirkt es wirklich so, als würde man hier wirklich wieder einen Foreshadowing betreiben und andeuten wollen, dass früher oder später er wirklich mit einem Schuss in den Kopf sterben wird. Es kann nur Zufall sein, aber diese eine Patrone zeigt mir zu offensichtlich einfach auf seine Stirn. Es wird auch endlich Zeit für den US Agent und er kriegt hier eine kleine Parade geliefert. Das ist wieder eine Szene, die wir schon von Setbildern eigentlich kannten. Hier ist sie natürlich jetzt komplett fertig editiert und er läuft da auf eine Tribüne zu und links und rechts können wir verschiedene Musikanten sehen, wie man es wahrscheinlich von den typischen Colleges in Amerika kennt. Alles natürlich in den Farben Amerikas mit dem Feuerwerk hinten dran noch. Und das wird sehr, sehr wahrscheinlich einfach das Debüt von dem Captain America sein, den neuen fälschlichen Captain America, indem man ihn auch der Öffentlichkeit vorstellt. Manche dachten wirklich, dass das der Falcon ist, aber nein, Leute, das ist noch nicht der Falcon im Captain America Kostüm, das ist noch ein komplett anderer Mann, ein sehr böser Mann. Ansonsten gibt es zu The Falcon und The Winter Soldier nicht viel zu sagen. Wir haben hier zwar noch diese zwei Shots bekommen, von dem einen Shot, in dem wir Bucky als auch Sam in diesen länglichen Gang sehen können und Bucky langsam nach vorne tritt. Dieses Bild kennen wir schon, das wurde damals, glaube ich, auf der CCXP geleakt, auch einer der ersten Bilder, die wir von dem Ganzen mitbekommen haben. Also nicht großartig Neues hier, außer eben, dass wir es in guter Qualität haben. Und schließlich dieser ganz neue Shot, in dem wir Sam und Bucky sehen, wie sie sich ganz brüderlich die Hand schütteln. Ich habe Sam und Bucky schon immer gemocht, vor allem die Dynamik zwischen den beiden hat für mich immer sehr herausgestochen. Und ich glaube, es wird sehr vielen gefallen, die beiden jetzt endlich mal gehighlightet zu sehen und wie sie zusammen im Fokus funktionieren können. Das ist es, was die Disney Plus MCU-Serien ausmacht. Die Charaktere, die vielen eben nicht interessieren, weil sie eben nicht so viel Screentime in diesen großen Filmen bekommen, einfach mehr zu highlighten, was sie unbedingt brauchen, denn sie können so viel unglaublich coolere Charaktere sein und viele, die noch eingeschränkte Meinungen zu bestimmten Charakteren haben, das wird sich sehr wahrscheinlich mit diesen Serien ändern. Vor allem schaut mal, wie gut das bitte produziert ist. Man kann wirklich nicht unterscheiden, ob es wirklich eine Serie oder ein Film ist, was mich einfach unglaublich glücklich macht, weil ihr kennt mich ja, wie ich zu den ganzen Marvel-Serien stehe. Ich sag's mal so, ich mag sie nicht. Disney Plus wird aber alles ändern, was das angeht. Aber ich weiß schon, nicht aufzulabern, ihr wartet auf WandaVision. Let's go. Leute, WandaVision. Ich kann nicht genug über die Serie schwärmen. Von Anfang an habe ich die ganze Zeit erwähnt, dass diese Serie sehr, sehr wichtig für das MCU sein wird. Viele sich eigentlich am Anfang nicht dafür interessieren werden, aber wenn sie wahrscheinlich erstmal die Serie anfangen, sie einen komplett catchen kann. Weshalb? Dazu kommen wir jetzt. Aber zuvor braucht ihr noch ein bisschen Kontext, damit ihr versteht, was ich gleich sagen werde. Also wir sehen Scarlet Witch und Vision in verschiedenen Zeitzonen, so wirkt es jedenfalls. Jedoch sind das nicht verschiedene Zeitzonen in Form von verschiedenen Timelines, wie wir es in Avengers Endgame kennengelernt haben, indem wir durch das ganze Quantum Realm gereist sind und andere Zeitlinien besucht haben. So wird das nicht sein. Hier wird man also wirklich nicht wortwörtlich durch verschiedene Zeiten reisen. Scarlet Witch wird nämlich in dieser Serie mit ihren eigenen Kräften diese Welten formen, beziehungsweise die jetzige Welt, unsere Welt, um sich selbst herum zu formen, dass sie sich perfekt an sie anpasst. Das, was wir also in dieser Serie sehen, ist so gesehen nicht real. Ein guter Tipp, um das besser zu verstehen, ist zum Beispiel auch der Titel, der eigentlich schon die Serie in einer Art und Weise erklärt. Denn die Serie heißt ja WandaVision. So gesehen sehen wir die ganze Serie aus der Sicht von Wanda. Die Serie ist nicht so betitelt, weil Wanda und Vision in einer Serie zusammenspielen und man die beide einfach zusammengeklatscht hat. Man hat sich hier wirklich gut Gedanken gemacht. Auch wenn es nicht wirklich so sein wird, aber stellt es euch einfach so vor, als würde sich das Ganze im Kopfe von Wanda abspielen. Wenn ihr euch auch die ganzen Szenen von WandaVision anschaut, dann seid ihr wahrscheinlich auch ein bisschen verwirrt, denn wenn wir ehrlich sind, der ganze Vibe von dieser Serie ist einfach viel zu happy und es wirkt einfach 1:1 wie eine Sitcom. Fun Fact hierbei ist auch, dass die ganzen verschiedenen Zeitlinien, die wir hier sehen, zum Beispiel haben wir mal Wanda und Vision in einer Schwarz-Weiß-Szene mit 50er-Style, dann haben wir mal einen 60er-Style, einen 70er-Style und so weiter und so fort. Diese ganzen verschiedenen Szenarios, wenn wir weiter in der Zeit voranschreiten, sind alle an verschiedene Sitcoms inspiriert, die wir im Laufe unserer Geschichte bekommen haben. Oberflächlich gesehen wird diese Serie eine Sitcom sein, aber das ist nur ein Werkzeug, um diese tragische Geschichte zu erzählen. So gesehen ist diese ganze Serie eine Komödie, aber unter diesem Schleier der Komödie verbirgt sich wirklich eine sehr, sehr tragische Geschichte. Sie beweist uns einfach, dass Wanda selbst einfach langsam verrückt wird und sie nicht wirklich mit ihren Verlusten klarkommt und einfach durch eine riesige Depression sozusagen geht, sodass sie sich ihre eigene Welt erschafft, in dem ihr es natürlich gut geht und sie ein wundervolles Leben führen kann, wie es in einer Sitcom eben ist. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Setting einigermaßen gut erklären. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, stellt sie mir in den Kommentaren und ich versuche sie dann so gut wie möglich in den Kommentaren gleich oder in zukünftigen Videos zu erklären.
gehen wir jetzt mal genauer auf das Footage ein. Zuallererst wurde uns natürlich das ganz alte Zeitalter gezeigt, in den 50ern, wo alles noch schwarz-weiß gehalten ist. Hier haben wir zwei besondere Szenen bekommen. Gehen wir aber zuallererst auf die letzte zu. Denn dort wirkt es ungefähr so, als würde das ganze Bild herauszoomen, nachdem Wanda im Fernseher kurz gesprochen hat. Und hier fällt auch auf, um Wanda herum ist immer noch alles schwarz-weiß, aber sie selbst ist ganz normal, in normalen Farben gehalten, als auch hat ausnahmsweise wirklich ihr ganz normales Kostüm, ihre ganz normale Alltagskleidung an, wie wir es auch so im Universum sehen würden. Dies war wahrscheinlich einer der ersten Male, in dem Wanda in diese Realität eingetreten ist. So gesehen werden wir wohl jedes Mal, wenn sie wieder in diese Realität eintritt, eine neue Zeitzone mitbekommen. Besser gesagt, wir kriegen eine neue Sitcom damit geliefert. Das erklärt die ganz vielen verschiedenen Looks, die wir im Trailer gesehen haben. Ganz am Anfang hat Vision selbst ja auch gesagt, willkommen zu Hause, Wanda. Wanda. Welcome home. Ein auf, dass sie länger weg war und wieder da eingetreten ist. Dass die 50er Jahre, wo alles noch schwarz-weiß gehalten ist, auch mit das erste Mal ist, dass sie in diese Realität eintritt, hat auch noch die besondere Bedeutung, weil Vision selbst schwarz-weiß gehalten ist. Ihr wisst doch damals in Infinity War, wo Vision den Mindstone von Thanos aus dem Kopf gerissen bekommen hat und daraufhin gestorben ist, hat er sich schwarz-weiß gefärbt. So hat Wanda Vision noch zuletzt in Erinnerung. Was nochmal eine kurze Anspielung darauf ist, dass sie gerade den toten Vision sieht, der eigentlich nicht leben sollte. Weshalb die ganze Welt noch für sie ein bisschen ungewohnt ist und im Laufe der Zeit, wo sie mehrmals in die Realität eingetreten ist, kriegt das Bild auch Farbe und so auch natürlich Vision und er wird natürlich wieder dadurch lebendig. So bekommen wir auch tatsächlich gezeigt, wie die beiden Kinder haben. Wanda ist schwanger. Dies können wir nicht nur an diesen zwei Frames sehen, wo sie noch glatte Haare hat und man auch ganz leicht den Bauch erkennt, wenn man genau hinschaut. Aber genau an dieser Stelle sehen wir Wanda als auch Vision vor zwei Krippen stehen. Und wer hat es gedacht, in diesen zwei Krippen verbergen sich zwei Babys, die auch ihren Schnuller rausspucken. Sie haben Zwillinge bekommen. Und diese zwei Zwillinge sind unsere Young Avenger, Wiccan und Speed. Wer sich noch an ein früheres Video von mir erinnern kann, der weiß, dass vor kurzem wirklich ein Casting-Call rausging, in dem man nach zwei Zwillingsbrüdern gesucht hat, namens Billy und Tommy, was Wiccan und Speed wären. Scarlet Witchs Kinder. Die Audition-Tapes der Kinder, die hier auch vorgesprochen haben, wurden auch veröffentlicht und ihre Dialoge haben auch wirklich sehr stark dafür gesprochen, dass es sich hierbei auch um die Geschichte von Scarlet Witchs Kindern handeln wird. Die Serie zeigt uns also wirklich, wie sie mit Vision, der tot ist, eine Familie gründet, die wirklich richtige Kinder bekommt, alles unter diesem schönen, lachenden Schleier verläuft, aber in Wahrheit verfällt sie immer mehr in diese falsche Welt und kann im Laufe der Zeit nicht mehr Fiktion und Realität unterscheiden. Diese Krippen und der schwangere Bauch von Wanda sind aber nicht die einzigen Anzeichen, dass es hier wirklich sich um diese Kinder handelt, denn es gibt noch zwei Frames, die uns noch mehr verraten. Da hätten wir einmal dieses, wo sie wieder lockigere Haare hat, was wieder weiter in der Zukunft spielt und wir am Kühlschrank viele verschiedene Basteleien erkennen können, die wahrscheinlich auch von den Kindern stammen und dort sehen wir ein gebasteltes B hängen. Für was steht B? Natürlich für Billy, aka Wiccan. Zu guter Letzt hätten wir zu der WandaVision-Serie auch noch diesen wunderschönen Frame, wo wir Scarlet Witch in ihrer besten Form sehen. In ihrem originalen Comic-Kostüm, was ehrlich gesagt ziemlich cool aussieht, aber wahrscheinlich nicht wirklich ihr festes Kostüm weiterhin im MCU sein wird. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hierbei einfach um eine Halloween-Episode, in dem es vielleicht kurz mit den Kindern rausgeht und sie sich extra so verkleiden und man hier das einfach als schönes Easter Egg verpackt hat und ihr wirklich einen Grund gibt, ihr ein comic-akkurates Kostüm zu geben. Man kann sagen, dass es wirklich so viel ist, wenn das wirklich das Standard-Kostüm von ihr wäre im MCU, aber ich muss sagen, Elizabeth Olsen steht es einfach wie angegossen. Sie ist einfach eine perfekte Scarlet Witch. Und das wäre eigentlich alles zu WandaVision. Es gibt noch so vieles zu sagen, Freunde, aber ich will euch hier einfach erstmal die wichtigsten Fakten auf den Tisch legen und den Rest können wir in späteren Videos besprechen. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die wirklich gehypt auf WandaVision sind. Ich habe aber die Zuversicht, dass mit der Zeit die Leute erkennen, wie cool die Serie eigentlich sein kann und wie kreativ sie ist. Übrigens, Zuversicht, dass die Serie wieder sehr gut sein wird. Der ehemalige Doctor Strange Director Scott Derrickson hat vor ein paar Stunden auch getweetet, dass WandaVision einfach großartig sein wird. Nebenbei hat er auch noch gesagt, dass er Insider-Informationen hat. Was nur selbstverständlich ist, denn er ist einer der kreativen Köpfe, die alles hier spinnt. Demnächst werden definitiv noch mehr Videos dazu kommen, also haltet die Augen offen. Ich weiß, ihr habt immer noch sehr viele Fragen zu diesem Thema. Dies bringt uns aber auch zur allerletzten Szene, die sehr, sehr überrascht hat. Denn wir haben nicht nur WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier Szenen bekommen, sondern auch einen ersten Einblick in die Loki-Serie und ich muss diesen Clip einfach nochmal abspielen. I'm gonna burn this place to the ground.
wenn ich das höre, kriege ich so extrem Bock auf Loki. Es ist gerade wirklich einfach nur zu gut, um wahr zu sein. Auch wenn es wirklich nur eine einzelne kleine Szene ist, ist hier ein sehr wichtiges Detail versteckt. Denn ihr seht hier auf seinem Shirt TVA, das hier steht für Time Variance Authority. Das ist eine bestimmte Gruppe in dem MCU bzw. in dem Marvel-Universum, die kurz gesagt einfach die verschiedenen Erden und alternativen Realitäten beobachten und schauen, dass da nicht mit den Timelines herumgespielt wird. Denn wir wissen, das kann gefährlich werden. Das wird ja auch das Hauptthema von der Loki-Serie sein, denn in Avengers Endgame haben wir ihn ja gesehen, wie er mit dem Tesserakten verschwunden ist, und das wird das Hauptthema der ganzen Serie sein, indem er in verschiedene Zeiten und alternativen Realitäten reist und dort eben seinen Unsinn treibt. So wie es scheint, wird er tatsächlich von dieser TVA festgenommen, weil er ganz klar den Faden überspannt hat. Und es wird interessant sein, ob Loki auch wirklich hier sein Wort einhält. Des Weiteren gibt es ja noch viele Gerüchte darüber, dass Loki etwas mit Doctor Strange zu tun haben wird, denn wir wissen ja, Doctor Strange bewacht unsere Realität, er schaut, dass keiner hier irgendetwas Unsinniges treibt und sie in Gefahr bringt. Und in Thor Ragnarok, als Loki auf die Erde gekommen ist, hat er ihn auch direkt im Auge gehabt. So wird es auch nochmal cool zu sehen sein, ob man Doctor Strange doch in diese Loki-Serie mit einbaut. Denn theoretisch gesehen könnte diese Gruppe ja die ganze Rolle der Bewacher übernehmen. Aber eigentlich sollte alles perfekt zusammenkommen. Denn wir haben die WandaVision-Serie, in dem Scarlet Witch mit der Realität rumspielt, was Doctor Strange wieder ein bisschen auf sie aufmerksam macht, was auch wiederum dazu führt, dass Scarlet Witch eben auch der Co-Star in Doctor Strange in the Multiverse of Madness sein wird. Und da gibt es noch Loki, der mit den alternativen Zeitlinien rumspielt, was theoretisch auch wieder Stress für Doctor Strange machen sollte. Also sollte man definitiv nicht ausschließen, dass die drei Charaktere noch in irgendeiner Art und Weise zusammenkommen werden. Und ja, Friends, das wäre alles, was ich heute zu diesen drei Serien zu sagen hätte. Das sind die drei ersten Serien, die wir auf Disney Plus bekommen zum MCU. Ihr seht selbst, ich habe es ja schon sehr oft angepriesen, dass die Serien mega gut sein werden, weil halt eben ein so großes Production Value dahinter steht. Meine Hoffnung und Zuversicht ist jedenfalls sehr groß hinter diesen Titeln. Ich freue mich mega drauf. Kann es kaum abwarten, jede einzelne Folge von den Sachen hier auf dem Kanal zu besprechen. Und ihr seid dann hoffentlich natürlich auch wieder dabei. Heute wird vielleicht auch die Analyse zum neuen Black Widow Trailer hochkommen. Wenn nicht, kommt es spätestens morgen. Und alles andere wird auch noch die Tage folgen. Eure Gedanken will ich jetzt in den Kommentaren gerne lesen. Seid ihr auch schon so gehypt wie ich oder seid ihr innerlich ein bisschen schon gereizt, weil ich mich zu sehr auf die Sachen freue? Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Schaut doch gerne meine letzten Videos, in denen ich auch den neuen Captain America näher ins Detail genommen habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen und ich würde dann mal sagen, love you 3000.